Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Pico 4 Update 5.2.0. Und ja, es ist offiziell, es ist jetzt veröffentlicht worden heute. Und ja, ich könnte jetzt hier auf Aktualisieren drücken. Wäre blöd, weil dann bin ich weg und ihr bekommt nichts mehr mit. Machen wir gleich. Wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen den offiziellen Changelog durch. Aber hier steht nicht alles drauf. Also ich habe im Internet gelesen, dass halt ein paar mehr Sachen hinzugefügt wurden. Zum Beispiel kann man jetzt eine Freundesliste anlegen und ja, Leute einladen und so weiter. Das gucken wir uns aber gleich an. Ich gehe jetzt erstmal hier auf die offiziellen Changelog ein. Und ja, danach würde ich sagen, ich aktualisiere. Guck mir das Betriebssystem an und dann machen wir nochmal ein Video, wie ich euch zeige, was jetzt anders ist. So, erstmal, als erstes, es gab wohl ein Problem, dass wir im Store Framerate-Einbrüche hatten. Das heißt, wir sind hoch und runter gescrollt im Laden und ja, dann gab es Framerate-Einbrüche. Habe ich so ein bisschen mitbekommen, aber hat mich jetzt nicht großartig gestört, muss ich sagen. Ich weiß nicht, inwieweit das für manche Leute dann mega störend war. Ich habe jetzt nie gemerkt, dass es wirklich so laggy war, dass es dann auffällt, ne? Dann gibt es jetzt, hinzugefügt wurde dem Videoplayer von Pico, dass man Zweifach-Wiedergabe benutzen kann. Wer das jetzt braucht, weiß ich nicht. Also ich brauche keine Zweifach-Wiedergabe. Wenn man ein bisschen vorspulen will, ist vielleicht interessant, aber dann benutzt man auch wirklich einen anderen Knopf. Ja, dann wurden Optimierungen an den Nachrichten, Message-Stil gearbeitet. Müssen wir uns anschauen, ob wir das dann auch sehen. Dann gab es wohl ein Problem, was ich so nicht mitbekommen habe, dass irgendein Geräusch auf den Lautsprechern zu hören war, wenn die Batterie leer war. Ich habe es 10% mal gespielt und habe das nicht mitbekommen. Ich höre aber auch nicht so mega gut wie manche Füchse da draußen. Von daher kann es sein, dass ich das gar nicht gehört habe. Ich weiß nicht, was das für ein Sound war. Ist mir nicht aufgefallen. Kann auch sein, dass es erst ab 5% oder so losging. Steht hier natürlich nicht. Ja, und dann haben wir an fünfter Stelle, wie fast immer bei Betriebssystem-Updates, Optimierung vom System, Performance besser, eine höhere Stabilität und so weiter. Also das ist ja bei jedem Update so, ne? Ja, Leute, ich würde sagen, ich aktualisiere jetzt, schaue mir das Betriebssystem 5.2 an und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich würde sagen, viel Spaß. Jetzt geht erstmal das Intro los. So Leute, wir sind jetzt wieder hier im Pico OS und ja, das Update ist gelaufen. Es sieht erstmal auf den ersten Blick gleich auf, ich meine, die Icons wären ein bisschen von der Größe anders, bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Hier auf jeden Fall, also hier in unserer Bibliothek sind die kleiner und ja, das gibt ein bisschen mehr Übersicht und ja, ich habe mir hier ein paar angeheftet, das ging aber schon vorher. Einfach Trigger lange auf dem Icon halten, anheften, fertig. Also das ging aber auch schon vorher. So, was aber direkt auffällt ist, wir haben in der Mitte hier den Freunde-Button und dann, das machen wir jetzt einfach mal. Und ja, hier haben wir jetzt die Möglichkeiten, Leute einzuladen als Freunde, mit denen zu chatten. Wir können hier auch sehen, wer dann gerade online ist, können auch eine Party starten. Ich eröffne jetzt einfach mal eine Party und ja, hier ist es möglich. Eins von 50 sind jetzt drin, also 50 Leute können hier in der Party sein, das ist schon allerhand, muss ich sagen. Hier könnte ich jetzt Leute einladen, da ich keine Freunde habe, kann ich auch keinen einladen. Ne? Ja, aktuell kenne ich niemanden mit einer Pico, von daher muss ich jetzt erstmal abwarten, bis ein paar Leute auch eine Pico haben, damit man mal gemeinsam auch was testen kann. Ja, hier kann man jetzt ein Spiel auswählen, was man gemeinsam zocken möchte und kann dann auch hier direkt darauf abspielen, dann zu dieser App gehen. Also das ist auch eine coole Funktion. Ich treffe mich jetzt mit 3, 4 Leuten und man ist dann direkt in dieser Spiellobby. Super, also so muss es sein. Hier kann ich mich jetzt einzeln stumm schalten. Ist auch ganz eine wichtige Funktion. Ja, falls mal jemand reinkommt, ein Telefonat ist oder so, muss ja nicht jeder mitbekommen. Ja, hier kann ich die Party einzeln leise und lauter stellen. Ist auch sehr wichtig, weil manchmal ist das Gameplay lauter als die Party oder andersherum. Und das ist wichtig, dass ich mir das hier anpassen kann. Also mega wichtig. Und ich verlasse jetzt einfach mal die Party. So, ja, dann haben wir Einstellungen über die Benachrichtigung, die wir wahrscheinlich hier im Benachrichtigungscenter dann auch bekommen. Ne? Das kann man sich auswählen, wie man das möchte. Und ja, hier haben wir einfach nochmal die Möglichkeit, uns unsichtbar zu schalten, dass wir nicht gesehen werden. Ist auch eine wichtige Funktion, finde ich. Sollte man auf jeden Fall drin haben. Ja, das wäre eigentlich schon mal das mit Freunden. Jetzt habe ich beim letzten Mal, das gab es aber schon vorher. Wir können uns Avatare kreieren. Ne? Wir haben eine Avatar-Galerie. Und ja, ich wähle jetzt einfach mal den hier aus.
Gehen wir auf Benutzer definiert. Und ja, hier können wir jetzt sagen, was der für Frisuren haben soll, welche Haarfarbe der haben soll. Ne? Also ganz glatze geht nicht. Man kann nur, ne? So, das mit Schuhcreme drauf. Ja, so kann man sich halt sein, oh, ach du Scheiße, schnell weg. Ja, so kann man sich sein Outfit aussuchen, kann aber auch hier, ja, dann zu jedem Outfit, zu Oberteil auch eine andere Hose anziehen. Die Beine passen ungefähr zu meinen. Und hier haben wir dann nochmal die Schuhe und hier können wir einzelne Anzüge. Ich denke mal, da kommt mit der Zeit immer mehr da rein. Ob es dann alles kostenlos wird, weiß ich nicht. Ob es da wirklich irgendwann mal so ein tolles Outfit für, weiß ich nicht, ne? 3,99 oder so, aber gibt's keine, da gibt es noch gar keine Infos zu. Ja, habe ich hier mal auf Speichern gedrückt. Das war das Avatar-System. Ja, was mir jetzt direkt aufgefallen ist halt, was ich eben schon gesagt habe, dass die Icons hier anders sind und das Guardian sieht ein bisschen anders aus. Also, ihr seht es ja jetzt, ich versuche mal kurz reinzugehen, da gibt es einen Punkt allgemein und Spielbereich. So, hier können wir uns die Abstandsempfindlichkeit einstellen und ihr seht jetzt, ich kann relativ nah ran, bis das aufploppt hier und ja, kann das hier auf hoch, ne, dann kommt es halt viel, viel früher. Für Leute, die mega viel Platz haben, ist es natürlich wichtig, das hochzustellen. Dann, ja, dann hat man ein bisschen mehr Sicherheit. Und für Leute, die keinen Platz haben, hat man weniger Sicherheit, aber hat einen besseren Spielbereich. Das muss man halt abwägen. Ne? Also es ist ziemlich gefährlich, in kleinen Räumen zu spielen. Ich habe mir schon übelst die Hand verletzt beim Boxen. Und auch bei Blade & Sorcery und so. Ich habe schon einen Controller gehimmelt, weil ich den gegen die Wand gehauen habe. Und deshalb bin ich immer mega vorsichtig, auch besonders bei so Schwertkampfspielen. Man will ausholen und haut dann volle Pulle gegen die Wand. Also Leute, seid vorsichtig, besonders die VR-Neulinge da draußen. Man kann sich richtig fies verletzen. Ja, das mal dazu. Das gab es aber schon vorher. Ich habe aber jetzt keine Funktion gefunden, dass man den eventuell nur auf dem Boden anzeigen lassen kann oder sonst was. Also da gab es jetzt noch keine Möglichkeiten. Einzeln und Entwickler kann ich jetzt sagen, den Spielbereich deaktivieren. Diesen Entwicklermodus, den könnt ihr euch nur freischalten, wenn ihr unter Allgemein über und dann geht ihr auf die Softwareversion und hier müsst ihr achtmal mit dem Trigger-Button draufdrücken und dann schaltet ihr dieses Entwicklermenü frei. Und ja, das ist natürlich ziemlich wichtig, dass man das machen kann. Hier kann man auch die Handverfolgung aktivieren, ein USB-Debugging, man kann sagen nur laden oder auch Dateiübertragung. Also sowas ist natürlich wichtig, aber Leute, schaltet den Spielbereich nicht aus. Also ich empfehle das keinen. Besonders wenn man wirklich aggressive Spiele spielt. Wenn man jetzt sitzt oder so, kein Problem, schaltet den aus und gut ist. Aber ansonsten lasst den aktiv, das ist wirklich besser. Ja, das ist eigentlich so geblieben. Meiner Meinung nach, es könnte sein, dass diese Optimierung von Smart Audio dazugekommen ist. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich versuche aber die Tage auch einen Changelog zu kriegen, komplettes. Also da bin ich dabei. Ja, alles andere ist soweit geblieben. Und ja, das war eine kleine Übersicht über 5.2.0. Natürlich ist es jetzt erstmal nicht viel, aber es sind natürlich auch, wie wir eben gesehen haben, Bugfixes dabei gewesen und Optimierungen, Stabilisierungen. Ja, von daher ist es natürlich gut, wenn auch so ein Betriebssystem immer wieder optimiert wird, dass es auch schneller arbeitet und so weiter. Und ich glaube, da ist Pico echt dabei, ein richtig gutes Betriebssystem aufzubauen. Und ja, die sind jetzt bei 5.2. Wenn man sich die Quest anschaut, bei welcher Version sind die jetzt? 46.0. Also da muss man natürlich auch erstmal Pico die Zeit lassen, um ein vernünftiges Betriebssystem aufzubauen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Video jetzt hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich auf ein Like freuen. Abo-Button wäre echt nice. Also ich möchte mich nochmal bei allen Leuten bedanken, die mich jetzt hier so toll unterstützt haben. Also der Kanal ist aktuell, ich glaube, in den letzten Wochen habe ich 50 Abos gemacht. Also vielen, vielen Dank dafür. Also kann ich mich gar nicht genug bedanken. Ich versuche jetzt mal die Handaktivierung zu starten. Geht aber nicht, weil ich den Controller in der Hand habe. Ja, also vielen, vielen Dank dafür. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr jetzt auch nochmal auf Abo drückt. Kostet nichts. Und auf dem Kanal wird es hier definitiv vermehrt Pico-Material geben. Aber mein Baby-PC-VR kommt natürlich auch nicht zu Kurs. Besonders mit Virtual Desktop kann man mit der Pico 4 auch toll PC-VR-Games zocken. Und ja, das werdet ihr alles auf meinem Kanal sehen. Wenn Neuigkeiten gibt, ich habe jetzt auch so eine kleine News-Sendung.
auf die Beine gestellt mit der Pico 4 und habe da auch euch gebeten, mir Fragen zu schicken. Es kamen auch einige Fragen an. Also gerne nochmal oben in die Infokarte gucken, da verlinke ich das Video nochmal. Ist ein kleines Update-Video, was möglich ist und welche Fragen die Leute immer hatten. Und ich versuche, die dann zu beantworten, so ein Q&A oder FAQ. Und das ist natürlich auch wichtig, dass die Leute da auf dem Laufenden gehalten werden. Ja, danke schön für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.